Sie riskieren ihr Leben für andere. Freiwillige Retter. Oh mein Gott! Oh nein! Ach du Scheiße! Die Flut im Juli 2021. Die Fluten bringen Tod, Chaos, Zerstörung. Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet. Das Ausmaß der Zerstörungen und das Leid der Menschen ist nur schwer fassbar. Auch für Retter wie Jan Walter. Was mich so sehr mitgenommen hat, war, dass ich zusehen musste, wie der Mann ertrinkt. Tausende Helfer kämpfen in den Fluten. 90% sind Ehrenamtliche. Sie geben alles, um noch Schlimmeres zu verhindern. Wenn die Leute nicht ein unglaublich hohes Eigenrisiko in Kauf genommen hätten, dann hätten wir nach meiner Einschätzung viel, viel mehr Tote gehabt. In der Flutnacht fehlt es vor allem an funktionierender Kommunikation. Frühwarnsysteme versagen, mit tödlichen Folgen auch für die Retter. Krefeld, der 14. Juli 2021 gegen 20 Uhr. Der Rettungssanitäter Jan Walter beendet seine Schicht. Nach 12 Stunden Dienst möchte er nur noch Feierabend machen. Doch als er auf sein Handy schaut, ändert sich der Plan. Die Wasserwacht hat Alarm geschlagen. Wenn ich über die Eifel rede, dann kriege ich immer Gänsehaut. Es ist mit einer der schlimmsten Nächte, die ich in meinem Rettungsdienst und Fließwasserretter-Dasein erlebt habe. Gegen 21 Uhr rückt er mit 10 Kollegen aus. Einsatzort, die 120 Kilometer entfernte Gemeinde Kall. Wir wussten nur, es geht um Hochwasser, in welchem Ausmaß und was genau auf uns wartet, wussten wir nicht. Bis zum Morgengrauen wird Jan Walter im Wasser um Menschenleben kämpfen. Vielen wird er helfen können, aber nicht allen. Auch sein eigenes Leben wird er riskieren. Als ich quasi das erste Mal in die dunkle Straße den Hilferufen entgegengegangen bin, war mir ganz klar, wenn du hier nicht aufpasst, dann kann das dein oder das Leben deiner Kollegen kosten. Ein Jahr später kehrt der 32-Jährige zum ersten Mal nach Kall zurück, in den kleinen Ort in der Nordeifel. Damals war die Stimmung auf der Fahrt angespannt. Man konnte überhaupt nicht einschätzen, wie die Situation ist, wie wir helfen müssen, ob wir überhaupt noch rechtzeitig sind, um wirklich Menschen in Not zu helfen. Niemand kann Ihnen wirklich sagen, was Sie vor Ort erwartet. Ich war auch sehr angespannt, weil es natürlich für mich der erste Einsatz war als Fließwasserretter. Da wusste ich, dass da sehr viel Verantwortung auf mir liegt. Die Ausbildung zum Fließwasserretter, bei der er den Einsatz in reißenden Gewässern gelernt hat, absolvierte er erst ein Jahr zuvor. Er wird am Tag der Flut der einzige Fließwasserretter vor Ort sein. Ich war seit über 30 Stunden knapp wach und als Wasserretter der Einzige, der da ins Wasser gehen konnte. Ein Umstand, der über Leben und Tod entscheiden wird. Nur rund 4000 Fließwasserretter gibt es bundesweit. Sie sind speziell geschult und werden auch auf extreme Gefahrenlagen vorbereitet. Sollten solche Situationen mehr geschult werden? Eine Lage, wo Sie auf 30 Kilometer Flusslänge innerhalb von wenigen Minuten bis einer Stunde überall Gefahrenschwerpunkte haben, mit Menschen in Gefahr, wo Leute auf Dächern stehen und schreien um Hilfe, wo Leute in Bäumen hängen und abgetrieben werden oder Autos eingeschlossen sind. Sowas ist weit jenseits dessen, was sich die normale Einsatzkraft vorstellen kann. Das müsste man in der Ausbildung deutlich herausarbeiten. Auf Extremsituationen vorbereitet sein, wie wichtig das ist, wird Jan Walter in den nächsten Stunden erleben. Es ist weit nach Mitternacht, als er im Juli 2021 in Kall ankommt. Das wirkte alles sehr unwirklich. Die Straßen waren komplett dunkel, es stand Wasser auf der Straße. Ich war einfach sehr aufgeregt. Ich habe versucht, mich frühestmöglich umzuziehen, damit ich einfach, wenn es irgendwann losgeht, auch bereit bin. Kurz nach ihrem Eintreffen hören die Rettungskräfte Hilferufe aus der Dunkelheit. Also ich bin die Straße entlang gekommen und dort oben im linken Fenster war dann Frau Zander, die um Hilfe gerufen hat und mir dann erklärt hat, wo ich wie in den Hof komme, um eben ihren Mann und die Dame aus dem Hof retten kann. Am Abend der Flut will ihr Mann Berthold Jansen einer Nachbarin helfen, die auf der Straße vom Wasser überrascht wurde. Sie können sich in den Innenhof retten.
Es beginnen Stunden des Bangens. Die Frau, die hat also locker 5-6 Stunden hier sich so an dem Zaun, auf diesem, also hier drauf gestanden. Und hat, ne, weil das Wasser war ja bis hier, das sieht man da noch, also wenn man hier so ein Fackel. Und die musste hier drauf, weil wenn sie hier gestanden hätte, wäre sie eigentlich ertrunken. Berthold Jansen selbst schafft es noch, über den Zaun auf das Garagendach zu klettern. Allein bekommt er die Nachbarin aber nicht aus dem Wasser. Mit einem Schlauchboot und einer Leiter schaffen die Retter es, die völlig unterkühlte Frau aus dem Wasser zu ziehen. Auch das Ehepaar kann evakuiert werden. Doch nicht jeder der Rettungseinsätze wird in diesen dramatischen Stunden gut ausgehen. In der Morgendämmerung konnten wir dann endlich weiter in den Ort vordringen, weil das Wasser ein bisschen abgeschwollen ist. Und als wir dabei waren, kam dann die Einsatzmeldung, dass eben eine Person im Wasser ist und dort in Gefahr ist. Am frühen Morgen erreicht Jan Walter mit den anderen Rettungskräften den Fluss und findet einen Mann vor, der im Wasser um sein Leben kämpft. Der Helfer ist zu diesem Zeitpunkt seit über 30 Stunden wach, mit seinen Kräften am Ende, doch jetzt hängt alles an ihm. Problem war eben, ich war als Fließwasserretter der Einzige, der ausgebildet war, um in eine solche Strömung hineinzugehen und auch der Einzige, der die Ausrüstung dafür hatte. Ein erster Rettungsversuch scheitert, die Strömung ist zu stark. Mit Hilfe einer Drehleiter kann der Fließwasserretter dann in die Nähe des Mannes gebracht werden. Bin dann zu dem Mann gesprungen und habe versucht, ihn zu befreien. Das ist mir dann auch so weit gelungen im ersten Moment und hatte ihn dann. Was er nicht weiß, unter dem Wasser hat sich etwas um den Fuß des Mannes gewickelt und hält ihn fest. Ich wurde ja von der Drehleiter quasi wieder an Land gezogen langsam, habe ihn dadurch dann verloren. Ab dem Moment war er dann ertrunken und lag kopfüber im Wasser. Bei einem weiteren Rettungsversuch gelingt es Jan Walter, den Körper unter Wasser zu befreien. Und dann ist er eben von uns weg, so weit weggetrieben worden, dass wir ihn dann auch nicht mehr erreicht hatten. Für den Fließwasserretter endet damit der Einsatz in Kall. Das Team der Wasserwacht kehrt am Mittag nach Krefeld zurück. Ruhe findet er in dieser Nacht keine. Was mich so sehr mitgenommen hat, war, dass ich mit dem Mann noch sprechen konnte und ihn dann leider doch nicht retten konnte und zusehen musste, wie der Mann ertrinkt. In den Tagen danach versucht Jan Walter, das Erlebte zu verarbeiten. Dabei helfen ihm auch seine Freunde. Ich habe es unheimlich genossen, meine Freunde zu sehen, die ich seit vielen Jahren kenne. Die haben mir unheimlich viel Mut zugesprochen, haben mich ermutigt. Und das hat mir extrem gut getan. Sein erster Einsatz als Fließwasserretter. Der 32-Jährige wird diese Nacht nie vergessen. Also das ist bis heute das Schlimmste, was ich erlebt habe, muss man wirklich sagen. Aber es ist so schön, dass Sie das gut überstanden haben. Ich wünsche dir und allen euren Helfern, macht weiter so. Ihr habt so einen geilen Job gemacht in der Nacht. Für den Rettungssanitäter bleibt die Erinnerung an die Nacht traumatisch, auch wenn er Menschen retten konnte. Die Kollegen, die erlebt haben, wie sie Menschen nicht helfen konnten, weil sie zu spät waren, weil die dann tot waren oder weil die halt oft von den Augen abgetrieben sind. Sowas frisst sich ja in Köpfe fest. Damit muss man umgehen, lernen. Und dafür braucht man Hilfe. Doch trotz professioneller Hilfe, immer wieder gibt es Situationen, die kaum zu verkraften sind. Besonders dann, wenn die eigenen Kollegen beim Versuch, andere zu retten, ihr Leben lassen. So der Fall bei der 19-jährigen Feuerwehrfrau Katharina Kratz. Es ist der erste Tag der Flutkatastrophe, 14. Juli 2021, am Nachmittag. Der Campingplatz in Dorsel an der Oberen Ahr ist bereits überflutet. Die Feuerwehr will die Camper warnen. Katharina gehört zur Einsatzgruppe. Sie ist von klein auf bei der Freiwilligen Feuerwehr. Sie und ihre Kollegen wissen weder, wie viele Menschen sich auf dem Campingplatz befinden, noch, dass die Flutwelle bereits rasend schnell ansteigt.
Sie sind von dem Wasser überrollt worden. Also ich habe von Kameraden gehört, die da vor Ort waren, die sagten, wir sind noch bis zum Knie im Wasser rein, wollten noch Menschen rausholen. Und als wir uns umgedreht haben, ist das wie eine Welle auf uns zugekommen. Warum waren die Einsatzkräfte so schlecht informiert? Eine Antwort könnte es hier geben. Die Basisstation für den Digitalfunk der Rettungskräfte in Dümpelfeld, 10 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Dieser Funkmast ist am 14. Juli um 16 Uhr ausgefallen. Die Wassermassen hatten die Verbindungsleitung der Telekom am Flussbett der Ahr weggerissen. Während der Flut fallen 34 dieser Basisstationen in Rheinland-Pfalz aus. Die Leitungen hielten den Wassermassen nicht stand. Die Basisstation hat nur eine Notbatterieversorgung über 4 bis 6 Stunden. Kein Notstromaggregat vor Ort. Das ist eigentlich eine untragbare Lösung für eine sicherheitsrelevante Funktechnik, an der Menschenleben hängen. Konkret heißt das, Festnetz, Mobilfunk, Behördenfunk funktionieren nicht. Wir wissen das seit längerem, dass wir da ein Problem haben, wenn die Infrastruktur beschädigt wird, dass der Digitalfunk da Schwächen hat. Also es kann nicht sein, dass der ausgefallene Digitalfunk dazu führt, dass die Führung in bestimmten Bereichen einfach nahezu unmöglich wird, wenn der Telefonie auch nicht mehr funktioniert. Also das ist für mich keine Planungssicherheit. Also muss man halt wirklich offensiv darüber nachdenken, welche Redundanzmöglichkeiten schafft man sich. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man muss es angehen, weil es dauert Jahre, bis das immer fertig ist. Wie wichtig ein funktionierender Digitalfunk ist, zeigt sich auf dem Campingplatz in Dorsel. Katharina Kratz ahnt nicht, in welcher Gefahr sie schwebt. Sie ist bei einer bettlägerigen Frau geblieben, damit diese nicht allein auf Hilfe warten muss. Doch niemand kommt mehr zu ihnen durch. Niemand kann sie mehr retten. Sie hat ihr Leben gelassen bei ihrem Liebsten, was sie tun wollte. Ne? Also sie wollte für andere Menschen da sein, helfen. Und ich denke mal, das war so der Moment, wo man sagen kann, ja, das kann einem helfen, die Trauer zu verarbeiten. Für mich jedenfalls. 6 Menschen sterben hier in den Fluten, unter ihnen die 19-jährige Feuerwehrfrau Katharina Kratz. Auch er hat sich in Lebensgefahr gebracht, um andere zu retten. Patrick Laufenberg, Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr und passionierter Taucher. Als er zum Einsatzort nach Erftstadt kommt, schießt das Wasser bereits durch die Straße. Autos schwimmen in der Flut. Auch die Postbotin Martina Becker versucht, sich aus ihrem Dienstwagen zu befreien. Doch die reißende Strömung blockiert die Tür. Wir haben dann halt gesehen, dass da eine Frau im Postauto war, die halt die ganze Zeit nach Hilfe geschrien hatte. Irgendwann hat sie sich aus dem Auto befreit, weil das Wasser kam schon sehr hoch. Wir kamen nicht direkt runter, weil die Strömung noch zu stark war. Und sie hat sich dann an den Gebüschen festgehalten. Den Rettern wird schnell klar, die Frau kann nicht mehr lange durchhalten. Die Kraft war weg, ich konnte einfach nicht mehr. Und ich hatte auch die ganze Dienstkleidung noch an, mit Weste und Gürtel und allem. Bin dann ständig an den Bäumen hängen geblieben. Und dann hab ich mir halt eine Weste geschnappt von einem Kollegen. Dann wurde ich angeleint von meinen Jungs und bin dann halt ins Wasser reingegangen, weil ich halt auch geübt bin im Schwimmen und auch Tauchen. Und kenne mich dann auch schon mit so Strömungen aus, weiß also, wie ich mich da verhalte. Ich merkte, der hat mich an der Weste gepackt. In dem Moment konnte ich einfach loslassen und sagen, so, bitte, Hilfe. Die Postbotin kann gerettet werden. Jetzt, knapp ein Jahr später, treffen die beiden wieder aufeinander. Hallo, grüße Sie. Dankeschön. Gerne. Für viele war der Einsatz der freiwilligen Helfer die letzte Rettung. Wenn sie an mir vorbeigegangen wäre oder untergegangen wäre, dann hätte ich ein Problem gehabt. Weil ich bin ins Wasser gestiegen, um die Frau rauszuholen. Wenn mir die Leute egal wären, wäre ich nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr. Freiwillige Helfer. Um das Leben anderer zu retten, gehen viele über ihre Grenzen. Das sind Dinge, die nimmt man mit und die prägen einen auch. Das ist ganz klar. Ich werde diese Nacht in meinem Leben nicht vergessen. Die Flutkatastrophe 2021. Fest steht, ohne den Einsatz der freiwilligen Helfer wäre der Ausgang noch viel verheerender gewesen. Und es bleibt die drängende Frage, was muss getan werden, damit das nächste Hochwasser nicht wieder in einer Katastrophe endet? Abgesehen von funktionierenden Frühwarnsystemen brauchen wir intakte Kommunikationswege und ausgebildete Führungskräfte, die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Aber auch in der Bevölkerung und in der Politik ein Bewusstsein über drohende Risiken.
Also jeder stellt sich immer nur auf bestimmte Lagen ein. In der A war es so, die wussten ganz genau aus der Vorgeschichte der letzten 200 Jahre, sage ich mal, dass solche Ereignisse mit viel Regen in kurzer Zeit passieren können. Die hat man aber ausgeblendet. Weil wenn sie das nicht gemacht hätten, hätten sie in bestimmten Bereichen nicht bauen dürfen. Also haben sie nur die letzten 50 Jahre bewertet in etwa und sie haben damit kein Problem mehr. Das ist aber ein Fehler. Wird man aus den Erkenntnissen in Zukunft Lehren ziehen? Es bleibt zu hoffen, auch für unsere Helden der Flut. Was meinst du, was muss sich ändern, damit wir besser auf Katastrophen vorbereitet sind? Schreib es in die Kommentare. Und wenn du wissen willst, wie verwundbar unsere Stromversorgung ist, klicke links.